Nach dem grossen Erfolg von der Banksy-Ausstellung vor 2 Jahren hat sich die Tessiner Firma Gysi Events und der Kulturveranstalter Metamorphose noch einmal entschieden, eine Banksy-Ausstellung nach Kontinentaleuropa zu bringen. Diesmal mit 3 Tonnen schweren Originalwänden mit Banksy-Graffiti, die im Besitz eines Londoner Galeristen sind. This is the first time in the history that some walls are exhibited for the first time in Europe. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte, dass ganze Wände mit Graffiti in Europa ausgestellt werden. Wir haben den Titel so gewählt, weil das Konzept hinter der Ausstellung Kinder und Kindsein thematisiert. Die Kindheit, die von der Erwachsenenwelt zerstört wird. Zum Beispiel im Bild hinter mir könnte man meinen, das Kind ist Schneeflocke. Aber wenn man das ganze Werk sieht, realisiert man, dass der Bub Asche schluckt. Es ist ein Aufruf gegen die Umweltverschmutzung im Allgemeinen. Snowflakes that he is eating, but hush. So it is a denounce of pollution in general. Die Ausstellung Painting Walls ist nicht vom Künstler autorisiert, weil er sich am Kunstmarkt ganz entzieht und nur über Instagram und Webseiten Stellung zu seinen Werken nimmt. Der kapitalistisch-kritische Street-Art-Künstler Banksy will seine Kunst allen zugänglich machen und begibt sich hier dafür immer wieder in Grauzonen. He is still unknown because many of er ist immer noch anonym, weil viele von seinen Arbeiten illegal sind. Aus diesem Grund hat er sich verständlicherweise entschieden, unerkannt zu bleiben. Bei seinen Arbeiten in New York zum Beispiel hat er gegen das öffentliche Recht verstoßen und das ist der Hauptgrund für seine Anonymität. Some laws using these public walls, so of course he must be unknown. And that's the main reason. Die Spekulationen um seine Person sind gross. Einige denken, er sei ein Mitglied der Band Massive Attack. Wer auch immer er ist, Banksy hat es geschafft, mit seiner anarchistischen Kunst nicht nur weltberühmt zu werden, sondern auch hochpolitische Botschaften zu senden. Auch in der Ukraine sind Graffitis von ihm aufgetaucht. Und vielleicht sieht man auf der Wand in Basel ihn als Bub mit dem Pinsel in der Hand. Die Worte weiss nur er allein. Wo geht die packende Ausstellung anschliessend hin? The next exhibition will be in Italy. Die nächste Ausstellung wird in Italien sein, in Monza, in der Nähe von Milano, in einem sehr schönen Dorf in der Lombardei. Dort werden die 3 Originalwände wieder zu sehen sein. Will be the pleasure to see these 3 original walls.